Du kannst mich nicht sehen. Kleine Kinder denken allen Ernstes, dass sie nicht gefunden werden können, wenn sie ihre Hände vors Gesicht machen. Ja, das ist ganz niedlich, aber auch wir Erwachsene haben so komische Macken. Wir können bestimmte Dinge nicht sehen. Und das, was wir nicht sehen können, das kann man tatsächlich mit Mustern erkennen und es folgt aufeinander. Das heißt, wenn wir den einen Aspekt entdeckt haben, dann folgt der nächste und noch einer und so werden wir immer vielseitiger in der Art und Weise, wie wir auf die Welt schauen können. Und aus dieser Regelmäßigkeit kann man eine ganze Menge an sehr praktischen und wichtigen Erkenntnissen ableiten. Und das nennt sich Ich-Entwicklung. Der Forscher, der sich zuerst mit der Entwicklung des Denkens auseinandergesetzt hat, ist Jean Piaget. Der hat sehr viel mit Experimenten gearbeitet und eines seiner bekannteren Experimente ist das sogenannte Bergexperiment. Das Bergexperiment geht so, dass auf der einen Seite eines Bergmodells eine Pädagogin sitzt, auf der anderen Seite ein Kind im Kindergartenalter. Und vor diesem Bergmodell gibt es Figuren, Kühe, Schafe, Hühner und so weiter. Und die Pädagogin zeigt dem Kind, was sie sehen kann, wenn sie selbst vor diesem Bergmodell sitzt und diese bestimmte Perspektive einnimmt. Und fragt dann das Kind, was sehe ich? Das heißt, sie will herausfinden, ob das Kind sehen kann, was sie sieht. Und das kann es in diesem Kindergartenalter eben noch nicht. Das ist etwas, was sich erst entwickelt. Das heißt, unsere menschliche, persönliche Entwicklung geht über die Entwicklung von weiteren Perspektiven. Wir nehmen immer mehr Perspektiven ein und durch diese weiteren Perspektiven können wir immer mehr sehen. Das nannte Piaget strukturgenetisches Modell und das ist vielleicht eine sehr unattraktive Bezeichnung für Praktiker. Etwas einfacher ist die Bezeichnung Ich-Entwicklung. Das ist die Bezeichnung, die von Jane Lovinger kommt, die seit den 60er Jahren zu diesem Thema geforscht hat. Und zwar hat sie die Idee von Jean Piaget ins Erwachsenealter mit übertragen. Das heißt, es ging nicht mehr nur um Kinder und Jugendliche, sondern es ging auch darum, wie entwickeln sich Erwachsene? Wie entwickelt sich ihr Denken? Wie verändert es sich? Und auch da fand sie Muster, die bei allen Erwachsenen gleich waren, und zwar bei Männern und Frauen. Die Initialzündung dafür war übrigens Theodor Adorno, der zur autoritären Persönlichkeit geforscht hat und dort bestimmte ebenso Muster entdeckt hat. Und sie hat die gleichen Muster auch bei Frauen in Daten von Frauen gefunden und hat dazu 40 Jahre geforscht. Und dabei fand sie eine Regelmäßigkeit. Diese Regelmäßigkeit habe ich in einem älteren Video beschrieben, das blende ich dir mit der Infobox ein. Da gehe ich relativ ins Detail, was die einzelnen, ja, Lovinger hat es Stufen genannt, betrifft. Die Entwicklung des Fühlens und Denkens vollzieht sich immer nach einem gleichen Muster. Und dieses Muster kann man mit dem Bergexperiment sehr gut übereinbringen. Das hat nämlich damit zu tun, dass das Denken sich weitet. Und es hat damit zu tun, dass weitere Perspektiven in die eigene Betrachtungsweise eingespeist werden. Das hört sich vielleicht für Leute, die nicht psychologisch vorgebildet sind, seltsam an. Weitere Perspektiven? Ja, genau, so ist das. Indem du verstehst, was dein Vater, deine Mutter, dein Kollegen, dein Chef umtreibt, indem du das tust, speist du andere Perspektiven in dich ein. Du versetzt dich in andere. Man könnte das auch als Empathie bezeichnen. Du verstehst, dass jemand anders ganz anders auf die Welt, auf die Dinge schauen kann. Dass er oder sie eine andere Perspektive als du selbst einnimmst. Und diese Perspektive, wenn du die annimmst, dann erweiterst du dein eigenes Denken. Und je mehr du das tust, desto mehr kannst du abstrakt auf Dinge schauen. Die Fähigkeit zur Abstraktion steigt mit zunehmender Ich-Entwicklung. Komplexität, die innere Komplexität steigt und je mehr sie steigt, desto mehr wird sie der äußeren Komplexität angemessen. Und das ist auch der Grund, warum dieses Modell gerade jetzt so wertvoll ist. Denn wenn wir die äußere Komplexität mehr erfassen können,
dann können wir auch leichter auf Ideen kommen, wie man mit dieser Komplexität umgeht. Es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Ich habe gesagt, wir nehmen immer mehr Perspektiven ein. Und diese Perspektiven sind natürlich auch emotional. Also ich fühle mit, ich werde empathischer, ich verstehe das wirklich, nicht nur intellektuell, sondern auch mit meinem ganzen Gefühlsleben. Und indem ich das tue, werde ich empathischer. Das heißt, die Entwicklung geht auch mehr und mehr in Richtung Empathie. Und Empathie ist eben auch kein hohles Wort. Das heißt nicht nur, dass ich mitfühle, sondern es heißt, ich kann auch wirklich die Perspektive des anderen wahrnehmen. Und zwar auch die Perspektive von Leuten, die ich vielleicht persönlich gar nicht sympathisch finde. Also Perspektivenwechsel ist wichtig, Komplexitätssteigerung ist wichtig. Und was noch damit einhergeht, ist, dass ich weniger manipulativ werde. Das hört sich vielleicht auch nicht so logisch an, aber wenn man hinter die Kulissen schaut, dann erklärt es sich doch relativ leicht. Manipulation steht für mich der Einflussnahme gegenüber. Also Manipulation auf der negativen Seite, Einflussnahme auf der positiven. Wenn ich manipuliere, dann bin ich bei mir, dann bin ich egoistisch, dann möchte ich etwas für mich erreichen, dann möchte ich weiterkommen. Wenn ich aber Einfluss nehme, zum Beispiel um die Welt zu verbessern, weil ich idealistische Beweggründe habe, dann ist das eine ganz andere Qualität. Und auch das ist ein Aspekt, der bei fortgeschrittener Ich-Entwicklung eine Rolle spielt. Das heißt, wir entwickeln uns mehr in Richtung, Idealismus hat ja manchmal auch was Negatives, aber man könnte es vielleicht beschreiben auch als Selbsttranszendenz. Das ist ein Begriff, den der Psychiater Robert Cloninger verwendet, der nicht aus der Ich-Entwicklung kommt, aber es gibt verschiedene Brillen und letztendlich betrachten wir mit diesen Brillen oft ähnliche Phänomene. Also es sinkt der Manipulationswille und es steigt der Wunsch, selbsttranszendent zu sein, Einfluss zu nehmen im positiven Sinne für andere Menschen. Ja, was passiert noch bei Ich-Entwicklung? Ein weiterer Forscher ist Lawrence Kohlberg und er hat sich mit den Stufen der Moralentwicklung beschäftigt. Das ist ein ganz ähnlicher Ansatz, nur dass er es auf Moral bezogen hat und er hat sehr stark mit Dilemmata gearbeitet. Da gibt es zum Beispiel das sehr berühmte Heinz-Dilemma und das geht so: Heinz hat eine sterbenskranke Frau und du musst jetzt entscheiden, was du tun sollst. Es gibt nur noch eine Chance, das Medikament zu stehlen oder die Frau stirbt. Jetzt geht es gar nicht darum, herauszufinden, ob das jetzt richtig oder falsch ist, was du sagst, in welcher Art und Weise du argumentierst. Und je komplexer die Argumentation, je weniger manipulativ oder an einfachen Strafkategorien ausgerichtet und je weniger ausgerichtet an einfachen sozialen Normkategorien, also nach dem Motto, wenn ich das nicht tue, dann zeige ich meiner Frau nicht, dass ich sie liebe. Und je mehr gesellschaftlich relevante Kriterien einbezogen werden, im Grunde eine allgemeine Gesetzgebung, hier könnte man auch Richtung Kantschen Imperativ denken, desto mehr ist die Moralentwicklung fortgeschritten. Jetzt magst du sagen, ja, das sind ja Leute, die können vielleicht gut labern und sagt das denn etwas darüber aus, ob sie dann wirklich moralischer handeln? Gute Frage. Natürlich gibt es Leute, die können unglaublich gut reden und tatsächlich hat die verbale Entwicklung eine gewisse Beziehung zur Ich-Entwicklung. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, wenn ich etwas denken kann, dann komme ich auch erst auf Ideen, die ich gar nicht habe, wenn ich in einer anderen Entwicklungsstufe verharre. Das heißt, damit ich das denken kann, muss ich da überhaupt schon mal über eine gewisse Hürde hinausgegangen sein. Und da kann man wiederum fühlen und denken miteinander verbinden. Wenn ich einmal etwas gefühlt habe, dann kann ich davon auch eher Gedanken ableiten. Also, Ich-Entwicklung fördert irgendwo auch Moralentwicklung und sie fördert auch Komplexitätswahrnehmung. Man kann leichter in andere Perspektiven gehen und man kann von daher eben auch empathischer handeln, was nicht heißt, dass man es auch immer tut. Deswegen ist die Ich-Entwicklung, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Modell. Es ist nicht das einzige Modell, es ist keine Wahrheit, keine Wirklichkeit,
Es ist wie eine Art Brille, mit der man auf Zusammenhänge schauen kann. Wenn dich das Thema weiter interessiert, das Video habe ich schon im Infokasten verlinkt. Es gibt, auch wenn du das kleine Dreieck aufmachst, dann siehst du den Infokasten und dort habe ich noch einige Blogbeiträge reinkopiert, wo ich das Thema nochmal ausführlich behandelt habe. Ich habe das auch in fast allen unseren Workshops und Kursen untergebracht und eine Erkenntnis, die die Teilnehmerinnen sehr oft haben, ist, es ist ganz schön komplex und ja, es ist ganz schön komplex. Das, was ich dir hier erzählt habe, in dem anderen Video erzählt habe, das wird dem allen nicht gerecht. Nichtsdestotrotz, wenn es dich interessiert, dann ist ja der nächste Schritt oft, auf die nächste Ebene zu gehen und versuchen, das weiter zu verstehen. Und je mehr du das weiter verstehst, desto mehr wird es vielleicht auch in dir arbeiten und du wirst Menschen beobachten. Und bitte, bitte keine Diagnose, um Gottes Willen. Aber beobachten, das ist etwas, was sehr positiv ist. Und je mehr du beobachtest, beispielsweise, wie Menschen mit ihrer unterschiedlichen Perspektiveinnahme umgehen und wie sich das anfühlt bei dir selber, desto offener und wacher wirst du für dich und auch für andere. Und allein das, finde ich, ist sehr, sehr wertvoll. Und dafür braucht man das Modell überhaupt nicht vollständig verstanden haben. Ja, ich hoffe, der Impuls hat dir eine Idee gebracht und dich neugierig gemacht, dich nochmal damit zu beschäftigen und freue mich, wenn du demnächst hier wieder reinschaust. Bis bald!